Rainer Fuchs, Projektmanager von der Swisscom. Heute hat Swisscom und die Danet einen Vertrag über die weiteren Ausbauschritte für das Glasfasernetz im Oberwallis unterschrieben. Wie geht man jetzt weiter vor? Ja, der Vertrag ist jetzt unterschrieben. Jetzt haben wir den nächsten Schritt, ist die Detailphase. Das heisst, wir schauen, welche Gemeinde die wir jetzt wenn in dem 21 bis 25 realisieren. Und das wollten wir bis im Oktober zusammen festlegen. Wie wichtig ist der Swisscom Bergregionen wie aber zu Oberwallis? Der Schliess wäre ja vorher gesehen, aber mit über 50%, die hier bereits erschlossen sind im Wallis. Und wenn man das mit vergleicht mit uns an den Städten, so ist ja das viel mehr. Was führt dazu, dass das Wallis da fortschrittlicher ist als die Deutschschweiz? Also das Wallis ist in dem Sinne fortschrittlicher, dass wir im Wallis einen Kooperationspartner haben wie die Danet. Danet ist ein Kooperationspartner, wie es seinesgleichen in der Schweiz keinen gibt. Wir haben jetzt 8-jährige Erfahrung mit ihnen und durch die Danet-Zusammenarbeit sind wir natürlich sehr weit gekommen jetzt. Heisst aber nicht, dass wir im Rest von der Schweiz oder in ländlichen Regionen nichts machen. Die Strategie war ja so, dass wir bis 2021 in jeder Schweizer Gemeinde 90% von allen Haushalten erschließen. Das heisst, die grauen Gemeinden, die wir vorhin in der Präsentation gesehen haben, im Oberwallis, die heute noch kein FTT haben, die haben bis 21 Euro Bandbreite nicht zur Verfügung. Und den Ausbau, den werden wir mit der Strategie bis 25, die wir gesehen haben, weiterziehen. Das heisst, H wird weiter wachsen und alternative Technologien werden wir weiter nutzen. Jetzt ist es aber auch so, dass noch nicht alle Gemeinden oder alle Regionen im Oberwallis erschlossen werden. Ihr habt da von einer Übergangslösung geredet. Was meint man da damit? Genau, die Übergangslösung ist ja so, dass man mit Glasfaser bis ins Quartier geht. Das heisst, die letzten 200 Meter vor dem Haus tut man auf dem bestehenden Kupferkabel nutzen. Der Vorteil, es ist massiv günstiger, also ca. ein Viertel von der Kästen vom H-Anschluss. Und der zweite Vorteil, wir können schnell vorwärts gehen. Also wir können schnell in die Breite gehen und das machen wir euch. Das heisst, bis Ende 2021 werden die anderen Gemeinden, die noch nicht FTTH haben, die werden FTTS haben. Das heisst, Fiber to the Street, die letzten 200 Meter vom Kupfer und Bandbreite zwischen 300 bis 500 Megabit, die nachher verfügbar sind.